Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier sehen wir ihn wieder, SU Fleischspeicher aus dem Clan T-17 mit dem Premium-Panzer aus diesen Kisten, die es jetzt gibt. Und ja, das ist der T-77, der kleine Bruder, sag ich mal, vom T-57 Heavy, der Amerikaner. Ist ja dieser neue Premium-Panzer, 3-Schuss-Autoloader, 35 Sekunden Nachladezeit. Ja, 9er, 8er Battle auf Wadi, wie wir so schön sehen. Begegnungsgefecht fährt hier hoch. Ist im östlichen Raum der Karte gestartet, Map, und fährt hier hoch auf den Bergpass mit dem Teil. Ja, im Clip Reload Time 2 Sekunden, wie man so schön sieht. Munitionsverteilung Standard APCR-Ladung ist das hier. 21 mal 360 Damage. 232 Durchschlag und dann hat er 15 mal Heat dabei als Premium Munition. Dann erstmal schon mal den Type 61, eine zur Begrüßung. Das wird ihn bestimmt freuen. Hat er schönes Loch bekommen. Ja, also den Type 61 besser, ne? Ja, und 15 mal Heat dabei, Premium Munition mit 299 Durchschlag und HE spart er sich durch den Autoloader bei der Reload-Zeit von 35 Sekunden. Kann man sich das auf jeden Fall kneifen. Ein kleines Medkit, großes Redkit und natürlich Ration Cola für die amerikanische Crew. Hier passt ja die ganze T-57 Heavy Crew rein. Reviews zu diesem Panzer gibt es schon zu Genüge. So, da erstmal der Udis ab 14 abgeprallt. Hier seitwärts T-30. Erster Schuss prallt ab, zweite penetriert. Ja, so. Ui, da gab es ein Feuerwerk. Das was explodiert. Ja. Der Udis. Udis 14.5 hat sich verabschiedet mit einem Knall. 2:1, so da oben. P44 beim Pantera. So, jetzt nachgeladen, komplett. Das ist schon brutal, ne? Für 3 Schuss, 35 Sekunden. Und dann, wenn man die 3 Schuss nicht penetriert, alle. So, jetzt aufgegangen. Erster Schuss geht weg. Zweiter prallt ab am SD1. Ja, der steht auch ein bisschen angeschrägt. Da kommt er nicht durch. 4:1 steht es. Ja, ich habe mir natürlich diese Kisten auch geholt. 20 Stück. Was habe ich dabei? I6. Toll. Ja, ich wollte den T-77 nur wieder als Sammelstück haben. Ne? Ich habe ja sehr viele, aber nicht alle. So, jetzt seitwärts den ST1. Erster Schuss geht rein. Und kommt dann nochmal drauf. Jawohl, zweiter in die Unterwanne. Und der dritte geht wieder sonst wohin. Ja. Man muss ihn mögen, den Panzer wohl. Und damit auch umgehen können. Ja. Wie gesagt, Reviews dazu zu dem Panzer gibt es zu Genüge jetzt schon. Ja. Da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ah, erster Schuss prallt wieder ab. Zweiter auch. Ja, der Turm ist natürlich so leicht angewinkelt. Steht auch so ein bisschen Heildown dahinter. Sandhügel und hinter dem Wrack. Ja, und die Granate fliegt gerade drüber weg. 4:5. Mission gucke ich mal gar nicht. Kann ich machen, aber. Ja, die hat er schon. Das nebenbei läuft die. Das weiß ich schon. Das Objekt hat er schon lange. Oh, schönen Dank, Leopard PTA. Das haben wir gebraucht. Sehr nett von dir. Ja, das war ein bisschen zu früh. Da waren die Winkelspiegel kaputt.
So, und jetzt raus damit, jawohl. Dafür ist dieser Panzer da. Wenn er durchgeladen ist, kann fahren und die Gegner, wenn sie wenig Hitpoints haben, rausklippen. Ja, und diesmal hat er sogar noch den dritten Schuss auch penetriert. Das ist einer der wenigen Fälle, wo mal alle drei Schuss Damage machen. 8 zu 7. 8 zu 8 steht es. Bis über 2343 Damage, 559 Aufklärungsschaden. M53 55. Oh, ich weiß das jetzt gar nicht. Habe ich das jetzt gesagt, dass hier 6 Heavys sind? 6 mittlere Panzer, 2 TDs, 0 Lights, einmal die Arti. So, zweiter Kill. Scorpion G rausgeklippt. Zehn zu elf steht es. Wie gesagt, ich wollte den Panzer nur als Sammelobjekt haben, ne? Spiele sowieso eh zu wenig. Ja, komischerweise geht hier wieder dieser Ton vom Motor und auch Qualm ist wieder da. Eben war das ja bei dem vorherigen Replay am Anfang nicht der Fall. Dann hat sich das erholt. Ist so ein kleiner Bug. Da steht nichts. Oh, 11 zu 11 steht es. Noch leichter Vorteil den Gegnern über. Jetzt ist das Team hier ein Panzer im Rückstand. 11 zu 12. Was wuselt da hinten rum? Canaven Action S. X. S. X. Ich war. Und zack, ein Schuss sogar nochmal. Auto eben auf die Arti und da trifft der Schuss nicht. Der zweite trifft, ich sag doch, ein. Und die antwortet mit 297. Also, das ist ja frech, ist das. So, jetzt lässt er sich hier mal ein bisschen droppen oder hat sich jetzt hier festgefranst? Steht sehr optimal dahinter. So habe ich gleich erstmal ein Bildchen gemacht. Er kommt wieder hoch. Er kommt wieder hoch. 13 zu 12 steht es. Scorpion G will weg. Ah, der erste Schuss kommt wieder nicht an. Geht drüber weg. Der dritte Schuss penetriert. Ach, ist das ärgerlich. So, jetzt gab es einige Schmörgeln vom Objekt 430U. Auch interessante Position vom Objekt. Auf diesem Plateau da. So, die letzten Sekunden noch ausnutzen und ranfahren. Scorpion G ist rausgegangen. Nur noch das Objekt für der 30. So, jetzt Proxy-Spot oder was? Wollte ich mal so sagen. Von der anderen Seite kommt T55A. Ja, jetzt sagt er auch hier. Jetzt machen wir zusammen, komm. Erster Schuss. Ja, der zweite wieder nicht und dritte auch nicht. Ach nee, das ist doch nicht wahr. Und geht er jetzt da raus oder was? Ho! Ja, da prallt
prallt das Objekt ab und wir kommen zu den Stats. Also wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir mit den Stats an. Ja, und das war hier am Panzer. Dann haben wir Speer, Schläger, Wirkungsfeuer, 217.182 Credits, XP kommen wir später, Unterstützermedaille und das Großkaliber. Ja, Überschrift lassen wir mal so stehen. Und dann gehen wir an Teamscore. 4.525 Damage, 2 Kills, 1.474 Basis-XP. Und dann gehen wir in den Report rein, 25 mal geschossen, 20 mal getroffen, 14 mal durchschlagen. Das sagt schon alles hier, ne? Wie oft da eine Granate vorbeifliegt oder nicht penetriert. Das zeichnet sich immer wieder ab in den ganzen Replays, die wir, oder Reviews, die wir über den Panzer, die ich hier gesehen habe, ist immer dasselbe. Ja, dann hat er 1840 Damage über 300 Meter. Geblockt hat er 780, Unterstützungsschaden 1740, macht zusammen 6265 kombinierter Schaden. Sorry. Distanz ist er 2,5 Kilometer gefahren, dafür gab es 96.525 Credits. Reservenbonus dazu 72.394, macht zusammen 217.182 Credits. Abzüglich Repair, Munition, Ration und Kit. Macht das eben plus von 123.783 Credits raus. Spielzeit 10 Minuten. Und dann eben hier die Basis-XP plus persönliche Reservenbonus dazu 2211. Und Premium-Fahrzeug natürlich 221. XP dazu macht 4643 XP und 110 freie Erfahrung. Ja. War am Ende eine ganz ordentliche Runde und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.